Also, ich war ja, kam ja aus dem Predigerseminar und war Vikar in Bad Kissingen. Und da war für mich noch nicht klar, ob ich nach Neuguinea gehen würde oder was ich überhaupt machen wollte. Für mich waren die Optionen da, entweder wirst du Pfarrer, Dorfpfarrer irgendwo in Franken oder aber gehst du wieder nach Neuguinea zurück. Und das war für mich eine schwierige Entscheidung damals, auch deshalb, weil ich eigentlich mich auch emanzipieren wollte von meiner Familie, um das einmal so deutlich zu sagen. Mhm. Weil mein Vater war dort, mein Großvater war dort, also man kannte mich drüben. Und da habe ich gedacht, also muss das sein. Also ich hatte da so innere Zweifel. Mein Freund, der Fritz Petrowski und die Christa, und die haben gesagt, also Gernot, jetzt mach langsam. Und ich war eigentlich nicht so überzeugt, in Franken irgendwo jetzt einmal so mein Leben lang dann zu verbringen. Und dann habe ich gesagt, nee, dann gehen wir mal nach Neuendettelsau und reden mal mit dem Direktor. Und der von Krause hat sofort mich umarmt und hat gesagt, ihr geht nach Neuguinea, und der Fritz wäre auch mitgegangen, mit nach Neuguinea gegangen. Und nachdem die meisten Seminaristen in der damaligen Zeit, die konnten ja nach dem Seminar ein Jahr nach Hamburg, um dort nochmal Missionswissenschaft extra zu studieren. Und dann habe ich gesagt, ja, wie ist denn bei mir? Ich weiß auch nichts von Missionswissenschaft. Wie kann ich mich dann vorbereiten? Und zum Glück war damals der Herwig Wagner in der Gegend. Mhm. Und der kam aus Neuguinea und der hat gesagt, ja klar, da gehst du, ich empfehle, dass der Gernot Fugmann nach USA geht, nach Pasadena. Mhm. Da gibt es diesen Professor McGavern und der hat eine School of World Mission. Und da gehst du einfach mal hin. Und da hat er von Krause gesagt, ja gut. Und dann sind wir dann nach USA. Pasadena, und dort habe ich dann auch dann meine Masterarbeit geschrieben, in einem Jahr dann, über Urbanization and Church Growth in Papua-Neuguinea. Ja, dann sind wir von dort aus dann nach, über Fiji, Australien, dann nach Papua-Neuguinea gekommen. Als du dann nach Neuguinea kamst, wurde dir ein Arbeitsort zugewiesen. Du warst ja sozusagen ein Neuling. Hast du da auch so, wie ich das erlebt habe, einen Ort im tiefsten Busch bekommen, an dem du arbeitest, weil du dich ja noch bewähren musstest? Nee, das war, ja, sicherlich war das mit ein Grund. Wir waren vielleicht eine Woche da, und dann hat der Günther Renk damals, der war in Ponampa, und der war sehr ungeduldig, und der hat gesagt, also der muss schnell kommen, weil er wollte schnell wieder nach Rongo zurück gehen, wo er ursprünglich stationiert war. Wir waren vielleicht 10 Tage, eine Woche in Lai, und dann sind wir mit dem Oliver, die Christa, ich, wir sind alle, die ganze Familie vorne mit dem Günter Renk, sind nach Ponampa reingefahren. Und der Gedanke damals war, erst einmal eine Außenstation zur Orientierung. Das war eigentlich das Beste, was für uns in der Orientierungszeit hätte passieren können. Also Ponampa war wirklich, hat uns sehr, sehr geprägt, dann auch für den weiteren Verlauf in Papua-Neuguinea. Wie war denn Ponampa? War seine Station, die war nicht sehr beliebt, so wie ich das sehen kann, jetzt nachträglich, weil der Vorgänger Günter Renk wollte so schnell wie möglich wieder weg. Und sein Vorgänger, Dennis Vog aus USA, der konnte es mit den Ponampas irgendwie nicht, und der hatte 2 scharfe Hunde, und die hat er dann gelegentlich dann auch auf die Nuginis gehetzt. Der war auch nicht so, sagen wir mal, so happy dort. Aber was man sagen muss, vermutlich hat der Albert Frerichs, das erste Mal Kontakt aufgenommen mit den Ponampas schon in den Anfang der 50er Jahre. Und danach kam dann Flöll, der Helmut Flöll, dann der Dave Tuff,
Die waren dann damals, da war schon in den 50er Jahren, waren da schon Kontakte. Und das war überhaupt so im Hochland. Die wollten alle Christen werden. Ja. Ja. Die haben dem Flörl Hans in der Reipinka die Tür eingerannt. Und der hat immer nachgegeben. Mhm. Ja? Und die haben dann im östlichen Hochland haben die dann zum Teil Leute nach Ponampa geschickt, die sind eben getauft worden, waren eben getauft, die waren Analphabeten, die haben die Geschichten auswendig gekannt und die haben die dann hingeschickt als Evangelisten in die Dörfer, und um Taufunterricht zu geben. Und die haben im Grunde genommen im Taufunterricht das sozusagen memorieren lassen, was sie selber memoriert hatten. Mhm. Na? Und da kannst du dir vorstellen, wie dann sozusagen die Auffassung des Christentums oder des Evangeliums, dann die Auffassung dann in diesen Dörfern dann war. Und was war der Grund, warum die alle Christen werden wollten? Also die wollten teilhaben an dem, was eben die Europäer dann auch sozusagen präsentiert haben oder mitgebracht haben. Und die haben gedacht, wenn wir Christen werden, dann haben wir Teil an dem Wohlstand, an dem guten Leben der Europäer, die jetzt reinkommen. Das war sicherlich eines der Hauptmotive. Und konntest du das klarstellen? Ja, das ist schon sehr schwierig gewesen. Ganz oben auf dem Asempa-Berg, da saß ein Nugini, der hieß Wanamera. Und der Wanamera, der konnte uns ganz genau beobachten, was wir machen, wie viele Hühner wir haben, wie viele Eier. Der hatte, war irgendwie war ein Kargokult-Mensch. Dessen Bruder ist gestorben und dann hat er eine lange Trauerfeier gemacht und hat den Bruder dann im Dorf oder in der Hütte dann tagelang liegen lassen. Und der muss dann entsetzlich verwest gewesen sein. So habe ich das erzählt bekommen. Und schließlich hat er ihn, die Leute sind alle weg. Aber zunächst einmal mussten sie ja kommen, weil sie wollten ja nicht beschuldigt werden in der damaligen Zeit. Also der ist nicht gekommen, warum kommt er nicht? So mussten alle sozusagen ihre Reverenz beweisen und sind alle gekommen, aber irgendwann mal sind alle wieder verschwunden, weil das einfach, ja, der Gestank war wahrscheinlich überwältigend. Auf jeden Fall hat der Wanamera dann ihn schließlich beerdigt und hat dann in der Nacht einen Traum gehabt. In dem Traum ist ihm sein Bruder erschienen und sein Bruder hat ihm gesagt, also um die Ahnen zu bedenken, deswegen musst du jeden Tag Blumen pflücken und die auf einen Tisch stellen, neben dein Bett, und außerdem schnitzt du in Zukunft jetzt die ganzen Ahnenfiguren, mich und die anderen Ahnen, die da sind, die mal gewesen sind, schnitzt du. Ich vermute in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann einmal nach Australien gelangen, weil für ihn Australien war für ihn der Ort der Ahnen. Mhm. Na? Und er hat dann so Flower Girls gehabt und andere Dinge. Da hat es dann so Sexpartys gegeben auf den Gräbern und so weiter. War in der Hoffnung, dass dann sozusagen dieser Fruchtbarkeitskult dann auch die Ahnen wieder sozusagen aktivieren, sagen wir mal so. Und das war dem Wanamera sein Evangelium, seine Erklärung für das, was alles passiert. Das war für ihn unheimlich. Wenn da zum Beispiel ein Kiab durch Ponampa marschiert ist. Das war ein Kolonialbeamter. Da haben wir selber erlebt. Der hat ja dann etwa 100 Träger gehabt. Das war eine kilometerlange Schlange. Und da war alles drin. Da waren Duschen drin, Badewannen waren dabei, Bierkästen waren dabei, Kartoffelsäcke waren dabei. Die ganzen Träger mussten sich abmühen,
das für den Kiab, für sein Patrol dann mitzunehmen. Also das war eine Machtdemonstration, die überwältigend war für diese armen Leute da hinten in Ponampa. Also er musste das erklären, die Welt des dieses neue Weltbild, das so plötzlich so hereingebrochen ist in diese tribale Welt, wo Zauberei und Payback und diese Dinge alle eine Rolle gespielt haben. Und so erkläre ich das. Aber er war im Gefängnis ein paar Mal, weil die Australier ihn wegen Unruhestiftung und was weiß ich und wegen Erpressung und alles Mögliche haben die ihn ins Gefängnis geschickt. Meine Vermutung ist, dass er im Gefängnis dann auch andere Kargo-Kultführer getroffen hat, die auch aus demselben Grund da im Gefängnis waren. Und das war eben für ihn big fellow school now. Was bedeutet denn eigentlich Cargo-Kult? Kannst du das kurz erklären? Ja, das ist die Idee, dass die Dinge, die die Europäer besitzen, die Autos, die Flugzeuge, die Eisenwerkzeuge, die ganz alltäglichen Dinge, Messer, Sägen und so weiter, Maschinen, dass die einfach nicht konstruiert werden können von lebenden Menschen. Die müssen irgendwo in einer anderen Welt konstruiert worden sein. Und die Weißen haben irgendwo ein Geheimnis rausgekriegt, wie man da Zugang hat zu diesen Dingen. Und deswegen muss man irgendwelche Rituale machen oder mit den Ahnen besonders irgendwie einen Kontakt aufbauen, um dann Zugang zu bekommen zu diesen Dingen, damit man auch Teil hat an diesem Wohlstand. In der Anfangszeit, in den 50er, 60er Jahren, waren das alles Dinge, die für die Nuginis völlig, völlig aus einer anderen Welt gekommen sind, was man ja auch verstehen kann. Konntest du da durch deine Arbeit manches klarstellen? Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwer. Du kannst ein Weltbild, das über Jahrhunderte, Tausende, sich eingeprägt hat in eine Gesellschaft, die kannst du nicht von heute auf morgen dann verändern. Du kannst nur punktuell bestimmte Dinge versuchen zu klären. Also ein Teil der Botschaft, christlichen Botschaft, war für sie doch auch überzeugend. Und zwar, dass man Zauberei und solche Dinge am besten unterlassen sollte, wenn man, sagen wir mal, eine gewisse Freiheit haben möchte, in die Stadt zu gehen, Feinde zu besuchen, dann auch sich zu versöhnen wieder. Das tut der Gesellschaft gut. In einigen Dörfern und bei einigen Kirchenvorstehern und so weiter, das war ein Ansatz, der überzeugend war für sie. Ja, wir können jetzt Feinde besuchen, ohne dass wir jetzt irgendwo bedroht sind. Und wir müssen jetzt nicht unbedingt den Tod eines Verwandten rächen, weil wir meinen, der ist verzaubert worden von einem anderen, sondern da hat es dann punktuell dann Gelegenheit gegeben und Kirchenvorsteher gesagt hat, nein, wir rächen uns nicht, sondern das soll das Gericht entscheiden. Wenn das Gericht entschieden hat, dann bieten wir eine Versöhnungsfeier an mit dem Nachbardorf. Also das hat es dann auch gegeben, hat viele überzeugt. Frieden und Versöhnung, wieso kommen dann meinetwegen die Evangelisten aus Raipinka? Das waren früher unsere Feinde. Warum kommen die jetzt her in unser Dorf, leben in unserem Dorf und machen Gottesdienst? Das war für die eigentlich in der traditionellen Gesellschaft war das für die unmöglich, dass da so ein feindlicher Mann aus einem anderen Gebiet, der eine andere Sprache hat, der eine andere Kultur hat, dass der herkommt und sich im Dorf niederlässt. Das waren Ansätze, die dann überzeugend waren für viele im Hochland. Wie viele Evangelisten und Pfarrer hattest du da, mit denen du zusammengearbeitet hast? Die Bevölkerungsgruppe hat zwei Sprachen gegeben, die Auyanas
und die Tairoras, diese zwei Sprachgruppen. Und insgesamt waren es etwa 24 Evangelisten, Pfarrer und so weiter, die jetzt jeweils zuständig waren für mehrere Dörfer, also nicht jeder in einem Dorf, sondern zuständig waren für meinetwegen 3-4 Dörfer. Und daneben gab es dann Kirchenvorsteher. Das waren halt Dorfleute, die gerade getauft worden sind und die haben vielleicht die biblischen Geschichten gut memoriert. Und deswegen hat man sie zu Kirchenvorstehern gemacht. Oder sie hatten Einfluss in dem Dorf. In einem Dorf, da war eigentlich ein vorbildliches Dorf. Die Kirche war toll, die Gemeinde war gut, die sind jeden Tag in den Gottesdienst gegangen, was nicht überall der Fall war. Aber in dem Dorf, da haben sie, dort ist mal eine Delegation hingekommen und die haben festgestellt, der Dorfpfarrer dort, der war auch Analphabet. Und der hat die biblischen Geschichten dann so verschmolzen und so zusammengedichtet, dass, und das hat er jeden Sonntag gemacht. Also angefangen bei Adam und Eva, dann die Geschichten, die er kannte und so weiter, und das war seine Predigt. Jeden Sonntag, aber die Leute sind trotzdem treu zum Gottesdienst gegangen. Also für mich war das dann sowas wie ein Ritual des Bekennens. Also so eine Art Bekenntnis. Und dann hat er dann noch natürlich dann sogenanntes Screw-Him Talk, das kennst du sicher auch. Das heißt, irgendeiner in der Gemeinde kann aufstehen und dann sagen, also dazu fällt mir das und das und das ein. Na? Oder der Josef hat das und das gemacht, warum macht ihr das nicht? Also das waren dann so Moralpredigten. Die Dorfleute, die sind dann zum Teil auch beschimpft worden, wenn die Kirche zerfallen war und dann musste eine neue Kirche gebaut werden. Also der Gottesdienst war, sagen wir mal, schon ein wenig anders als bei uns. Aber trotzdem sind die in den Gottesdienst gegangen. Und deine Aufgabe dort? War eigentlich mehr sozusagen im Fortbildungsbereich. Mir ist es aufgefallen. Und dann habe ich angefangen, die Kirchenvorsteher, nicht die Mitarbeiter, sondern die Kirchenvorsteher, zu Fortbildungsseminaren einzuladen. Und weil die nicht lesen und schreiben konnten, habe ich aus der Pidgin-Bibel diese Zeichnungen kopiert. Und dann auf dem Blatt hatte ich so 5-6 Zeichnungen von bestimmten Geschichten und die habe ich dann ihnen erzählt und habe dann auch versucht, die Anwendung mit ihnen dann durchzunehmen. Und dass sie das Blatt dann in ihre Bibel legen, weil die haben ja gar keine Ahnung gehabt von Gemeinde, Bildung und wie gehe ich um im Todesfall. Das sind Dinge, die ich besprochen habe. Wie gehe ich um mit Zauberei? Wie gehe ich um mit diesen alltäglichen Dingen, die eben in dem Dorf passieren? Wie mache ich eine Beerdigung? Und solche ganz praktischen Dinge habe ich mit ihnen dann besprochen. Ja, es gab auch dann auch Lese- und Schreibkurse. Ich glaube, die Christa hat sogar einen dann dort in Ponampa dann durchgeführt. Das waren ja zum Teil alles ältere, für die Neuguinea-Verhältnisse, ältere Männer und Frauen, die waren schon 40 oder 35 und so weiter, die haben sich dann schon sehr schwer getan. Die Christa hat es später dann sehr, sehr gut gemacht in Goroka, in der Stadt Goroka, da waren die ganzen beiden Frauen. Und das war dann schon bewegend, wenn man gesehen hat, dass die Frauen dann anfingen, selber lesen zu können, eine Bibel zu lesen und eine Geschichte in der Bibel zu lesen, hat sich eine ganze Welt für sie neu eröffnet, weil sie konnten jetzt die Sparbücher lesen, die Zahlen, weil sie hatten alle ein Sparbuch. Ah ja. Ja, die Frauen in Goroka hatten alle ein Sparbuch. Und jetzt konnten sie das lesen und konnten auch die Bibel lesen und das Gesangbuchlieder lesen. Wie lange wart ihr dort in Ponampa? Ja, etwa eineinhalb
bis 2 Jahren waren wir dort. Ein anderes großes Projekt in Ponampa war, dass auf der Station gab es keine Kirche. Und wir haben immer dann den Gottesdienst so in einem Klassenzimmer gemacht. Gab es eine Schule, ne? Ja, eine Schule gab es. Eine Schule gab es, also eine normale Talkplace-Schule. Auf jeden Fall haben wir dann eine Kirche gebaut. Und ich wollte, sagen wir mal, die Kirche so bauen, dass es ein Prototyp wird für die Dörfer. Mhm. Und deswegen habe ich sehr viel Energie reingehängt, das mit denen zu besprechen. Und der Prototyp der Kirche, der war bislang in Raipinka, gebaut vom Albert Frerichs. Das war die älteste, glaube ich. Das ist die älteste Kirche dort, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Wo ist die dort gebaut worden mit Türmchen und so weiter und so fort. Das war der Prototyp. Und ich habe mir gedacht, also das ist eigentlich in Guinea, müsste es einen anderen Prototyp geben. Und da habe ich dann ein Rundhaus genommen, wie es in Guinea, die Dörfer hatten alle, waren Rundhäuser. Und da überall hat es in der Mitte einen Feuerplatz gegeben. Es war also ein Platz, wo man miteinander spricht und kommuniziert. Mhm. Und nicht, wo vorne an der Kanzel jemand steht und der die dann sozusagen belehrt. Mhm. In einem Dorf habe ich entdeckt, dass ein Kirchenvorsteher, der hat da die ganzen Kirchenpfosten bemalt mit Figuren, mit einfachen Figuren und so weiter. So eins wie das hier, gemalt von Sinosa, einem Kirchenvorsteher in dem Dorf Anokova. Und ich habe den dann gebeten, er soll für die Ponampa-Kirche solche Schmuckbretter machen. Und habe ihm eine große Sperrholzplatte gegeben und habe gesagt, so, jetzt, was können wir auf diese Sperrholzplatte malen? Und wir sind darauf gekommen, wir können auf den ersten Artikel, also Schöpfung Gottes. Was habt ihr von sozusagen in der Schöpfung bekommen? Und das hat er dann Vögel gemalt, dann Süßkartoffeln und was weiß ich. Das war eine große Sperrholzplatte und die haben wir dann an die Wand hingehängt. In dem Dorf Anokafa, da war auch eine Schlange dort gelegen. Da habe ich gesagt, wieso habt ihr da eine Schlange liegen? Dann haben die gesagt, ja, lang rumgedruckst, aber dann letztlich ist rausgekommen, die Schlange war ein Schöpfungsmythos der Auyana. Und da habe ich dann gesagt, ja, okay, wenn in der Ponampa-Kirche, dann kommt es auch mit rein, und zwar unter das Kreuz. Damit klar wird, sozusagen, dieser Schöpfungsmythos sozusagen ist unter dem Kreuz Christi jetzt. Das war dann sozusagen die Botschaft, die wir dann versucht haben, mit den Leuten dann zu diskutieren. Wir sollten dann die Kurdisch-Sprache lernen, und zwar deswegen, weil lauter Kurde-Evangelisten in der Gegend waren. Und deswegen sind wir nach Helsbach und da in Helsbach haben wir gewohnt und dort habe ich dann in Vario die Kurdisch-Sprache gelernt, sag mal elementar gelernt. Die haben mich toll versorgt, da muss ich sagen. Ich habe jeden Tag, haben die mir ein Waldhuhnei gebraten. Ach ja, so ein Riesending. Ja, ja. Jeden Tag, ja, zum Frühstück. Ich wollte dann unsere Haustöchter, die wir in Ponampa hatten, die hatten wir vermittelt bekommen und dann wollte ich deren Dorf und die Eltern von ihnen besuchen und mich bedanken. Habe ich gesagt, jetzt passt mal auf, ich lege mich mal hin und schlaf. Und da habe ich mitten am Tag mich da auf einen schönen Stein gelegt, der war schön warm und bin da eingeschlafen. Und ich glaube, die haben eine Panik gekriegt. Wieso ein Missionar mitten am Tag dann sich da am Flussbett da irgendeinen Stein hinlegt und schläft.
Und irgendwann bin ich aufgewacht und habe gedacht, das muss da gehen. Dann bin ich rauf, denn die Steigung rauf, konnte fast nicht mehr laufen. Bin danach bei Saddleback, war da die Station Raung. Da haben die gerade die Kotte-Bibel übersetzt. Die Munzels und Flörls und wer dabei war. Und Wagner, Fritz Wagner. Und da bin ich hochgekommen und habe gesagt, ich habe es fast nicht geschafft. Und die Frau Munzel hat mich angeschaut und hat gesagt, du hast Gelbsucht. Meine Augen waren ganz gelb und so weiter. Das heißt, ich habe dann diesen Sprachaufenthalt in Helsbach abbrechen müssen. Die Christa und der Oliver, die sind dann mit. Und wir haben dann in Lai für 8 Wochen gelebt, da bei meinen Eltern. Weil wir mussten, damals war das so, du musst Ruhe haben, du musst dann Diät machen und so weiter. Und dann waren wir eben in Lai. Und dort hat dann inzwischen dann der Church Council beschlossen, dass ich nach Matan komme.